Er soll es tatsächlich gemacht haben. Filmstar und Frauenschwamm Elias Mbarek hat sich offenbar verlobt. Die Glückliche, seine Freundin, US-Schauspielerin und Model Jessica Rizzo. Obwohl beide in der Öffentlichkeit stehen, die Verlobung findet heimlich im Dezember statt. Anlass für uns zu fragen, wie die Heiratsanträge beispielsweise der Darmstädter so gelaufen sind. War nichts Spektakuläres, ja. Zu Hause mit Blumen und, ja. Und Ring. Und Ring. Ja, natürlich. Ja, das war am wichtigsten. Am Telefon war das. Wir waren sehr weit voneinander entfernt, deswegen genau. War das ein bisschen problematisch. Und da hat er mich dann nach 3 Wochen am Telefon gefragt. Den Heiratsantrag habe ich gemacht. Wir waren gerade am Betten überziehen. Da habe ich gesagt, wollen wir nicht heiraten? Da wurde es ihm ganz schlecht, da ist er hingefallen. Aufs Bett. Hat mich aufs Bett geschmissen. Es war im Stau auf der Autobahn. Wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen, aber tatsächlich war es ein Riesenstau. Wir sind aus dem Auto gegangen und wollten einfach so ein bisschen nach vorne schauen, was da los ist. Und dann hat er mich gefragt und ich habe ja gesagt. Und dann hat der Lastwagenfahrer an die Tür geklopft, hat gesagt, wir haben uns eben verlobt. Also es war sowas von nicht romantisch, aber wir sind schon 25 Jahre verheiratet. Von 25 Jahren Ehe ist Elias Mbarek noch weit entfernt. Er und seine Jess sind wohl seit einigen Monaten ein Paar. Ich habe meiner Frau damals den Heiratsantrag, ja man könnte sagen, eher romantisch kitschig gemacht, beim Sonnenuntergang am Strand. Wir waren ganz für uns, es hat auch niemand mitbekommen, denn ich weiß nicht, ob so ein öffentlicher Antrag beispielsweise im Fußballstadion das Ding von meiner Frau gewesen wäre und ob dann dieses Foto von unserer Hochzeit jemals zustande gekommen wäre. Denn öffentliche Heiratsanträge sind nicht unbedingt jedermanns Sache, aber sehen Sie selbst. Wie hier im YouTube-Video aus einem Baseballstadion in den USA. Ein Fan kniet vor seiner Angebeteten, stellt vor tausenden Menschen die alles entscheidende Frage. Doch statt eines liebevollen Ja's fängt er sich eine und die Frau haut ab. Oder bei dieser kirchlichen Veranstaltung. Der Kniefall, voller Erwartung der Antwort. Dann das Niederschmetternde aus dieser Beziehung. Aber es kann auch gut gehen, wie bei diesem Flashmob-Antrag in Schweinfurt. Sie schaut sich das Ganze ruhig an, hat möglicherweise schon eine Ahnung. Und dann fragt er. Und sie? Naja, die Antwort ist wohl eindeutig. Wie finden die Hessen eigentlich öffentliche Heiratsanträge? Aber bei Fußball-Bundesligaspiel wäre es schon gut, aber... Nee, nichts für mich. Ich möchte diesen Moment nicht mit jemandem teilen. Außer mit der großen Liebe. Richtig. Für mich das ist nichts, ja. Besser nur zu zwei und ja. Kommt drauf an, ob die es erwarten oder nicht. Und wenn die Nein sagen, ist es auch ganz schlimm. Ja. Also hoffentlich, sie wissen schon, dass ja, klappt es und dann geht's. Brauche ich nicht die Öffentlichkeit. Ja, dann schon ein eher intimer Moment tatsächlich. Und ich weiß nicht, ich glaube, das muss dann nicht in der breiten Öffentlichkeit passieren. Also es kommt natürlich ganz auf die Person drauf an, ne? Die fragt. Schon der Richtige halt, ne? Genau. Genau. Bei Elias würde ich, glaube ich, auch nicht Nein sagen. Ja, hat anscheinend auch Jessica Rizzo zu Elias Mbarek gesagt. Möglicherweise gibt es noch dieses Jahr die Hochzeit und dann hoffentlich nicht ganz so heimlich.